damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Meine lieben Freunde, es ist gerade sehr spät Nacht. Ich könnte mich etwas schläfrig anhören, aber das ist absolut kein Problem. Denn auch dieses Spiel handelt von Schlafen eventuell in einer kleinen Form. Wir spielen Don't Starve und zwar sogar Range of the Giants, die Erweiterung. Die habe ich zwar jetzt, ich werde sie aber nicht spielen mit euch, aus einem Grunde. Ich muss mal ganz kurz Optionen, kann ich die Musik irgendwie, ich mach's einfach so. Und zwar, meine lieben Freunde, hatte ich vor sehr langer Zeit mal der Honeyball beim Spielen von Don't Starve zugeschaut. Das Spiel hat mich mega fasziniert und darum wollte ich das Spiel selbst spielen. Habe es mir jetzt nach Ewigkeiten doch selbst mal geholt. Und dachte mir, ey, weißt du, das ist doch so geil, das musst du einfach let's playen. Wir werden das so machen, wir werden einfach starten. Und wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir es halt nicht. Ganz einfach. Sollte ich am ersten Tag abkacken, dann kacken wir halt nicht ab. Unser Ziel ist es ganz einfach, über Tag 20 zu kommen. Hat folgenden Grund, ich habe mich natürlich schon ein bisschen eingespielt, weil das Spiel doch mega schwer ist. Und das ist auch sehr gut, weil ich habe mittlerweile, glaube ich, 6 oder 7 Games hinter mir. Und das Maximale, was ich hatte, war Tag 21 und da wurde ich dann von Eisbären gekillt. Dazu später, ich möchte nicht allzu viel spoilern. Ja. Ansonsten, probieren wir es einmal aus. Wir gehen hier auf Play. Da sieht man schon, habe ich schon gerade ein neues Testgame gestartet. Wir gehen auf New Game. Können hier unseren Charakter einspielen. Mit jedem Spiel, was man spielt, kriegt man XP, bis man stirbt. Und ich habe jetzt schon hier ein paar Charakteren freigeschaltet. Wir haben den Wilson. Der kriegt einen Bart. Wir haben die Firestarter. Sie ist immun gegen Feuerdamage. Und fängt an mit Leuchten, wenn sie nervös ist. Der da ist stark, aber hat Angst vor Monstern. Die da hat keine Angst vor Dunkelheit. Aber macht keine harten Schläge und er ist Tag sehr gut und bei Wasser scheiße. Na gut. Und wir spielen ganz normal den Walsen hier, die heißen Willow und er ist Walsen. Wir spielen ihn. Wir spielen nicht Range of the Giants. World gehen wir einfach mal auf Default alles. Only Winter, only Summer. Session Start. Only Night. Long Day. Ach, man kann das doch ein bisschen einstellen. Okay. Aha, aha, aha. Okay. Blitze würde ich gerne ausstellen, aus dem einfachen Grunde, Blitze sind richtig assi. Nämlich, wenn ein Blitz einschlägt, verbrennt er dir alles, was du gemacht hast. Der schlägt irgendwo ein bei dir und zerstört dir einfach komplett alles, was du gebaut hast und so, deswegen würde ich die gerne ausspielen. Ich mag die überhaupt nicht, ich finde die mega scheiße, du kannst auch nichts gegen die tun, außer Blitzableiter hinbauen. Naja, muss nicht sein, deswegen würde ich die gerne ausschalten. Für die erste Runde. Wir werden bestimmt nicht lange kommen. Es wird bestimmt nicht viele Folgen dauern. Ich weiß nicht genau, wie ich es mache. Ob ich das so mache, dass es einen Tag dauert. Da muss ich gucken, wie lange so ein Tag geht. Das werde ich dann beim Schneiden sehen. Wenn wir es wirklich so machen sollten, dass es ein Tag eine Folge ist, dann wird das wahrscheinlich nicht lange gehen. Das ist unser Let's Play. Und dann können wir beim nächsten Mal die Plätze gerne wieder anschalten, wenn es euch gefällt, das Let's Play. So. Und dann starten wir. Go, go. Generating World. Hearing Foot. Farming Wilson's Bird, Insulation Pines. So.
Say, Paul, you don't look so good. You better find something to eat before night comes. Ja, und da laufen wir mal los. Das ist jetzt unsere Welt hier. Und wir laufen schon mal los, sammeln ein bisschen Blumen. So, dann sammeln wir hier mal ein bisschen. Dann sammeln wir mal ein bisschen Gras auf. Wir haben Glück, wir sind genau... Wichtig ist bei dem Spiel wirklich, und das erkläre ich gleich mal von Anfang an, deswegen ihr werdet wahrscheinlich euch wundern, das ist übrigens Wurmloch, da kann man durchspringen, kommt irgendwo anders raus, die sind also nicht gefährliche Dinger. Wichtig ist es hier wirklich, was ist das denn? LOL! Bärenbüsche ohne Ende! Ich glaube, mein Schwein pfeift. Das ist immer geil! Oh oh. Schweine tun einem prinzipiell nichts. Sie sind nett. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Okay, da sind Gockel drin und die Gockel wollen die defenden. Wir haben aber gut Bären gerade bekommen, das ist sehr schön. Es ist wichtig bei diesem Spiel, dass man Büffel scheiße findet. Das klingt behindert. Und wir haben Büffel gefunden. Ich glaub's nicht. Weil das Problem ist, Büffel, Scheiße, brauchst du für alles in diesem Game. Genau das Zeug da. Weil das dient als Dünger und ohne den kommst du nicht weit in diesem Game. Deswegen muss man sich, wirklich neben Büffel niederlassen, um das Game überhaupt schaffen zu können. Und wir haben wirklich gleich Büffel gefunden. Und so viel Büffel-Scheiße, dass wir sie auch essen können. Nein, wir essen die Büffel-Scheiße natürlich nicht, aber wenn wir das wollten, könnten wir das jetzt tun. Okay, jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken. Ich habe nämlich keinen Flint, ich habe gar nichts. Ich habe jetzt mich gerade so über die Büffelscheiße gefreut. Das ist viel zu dämlich, aber ich habe mich gerade über Büffel. Wilson ist so ein kleiner, der mag Büffelscheiße. Der schmierte sich auch täglich aufs Brot. Ist so ein kleiner Fanatiker. Darf man ihn nicht übel nehmen. Jeder hat seine Hobbys, manche sammeln Steine, manche trinken Bier. Wilson schmiert sich halt Scheiße aufs Brot. Das ist einfach so bei ihm. Hier sind Spinnen. Aha, wir können also auch Spinnen farmen. Die sind uns böse, ich glaube, das kann man sich denken, bei den Geräuschen und so, dass die nicht unbedingt freundlich sind. Und dass die einen auch töten. Man hat hier bei dem Spiel, um mal drauf anzukommen, man hat hier bei dem Spiel einmal das, den Hunger, den man zu stillen muss. Man hat das Rote, das ist das Leben, also gelbes Hunger, rotes Leben. Und dann hat man noch als drittes den Verstand, der beeinträchtigt werden kann durch Dunkelheit. Wenn man zum Beispiel giftige Pilze isst, wird der Verstand beeinträchtigt. Sollte eins von den dreien zu tief sinken, dann stirbt man ganz einfach. Bei Nahrung ist es ganz einfach, wenn du zu wenig Nahrung hast, dann sinkt, wenn du keine Nahrung mehr hast, dann sinkt irgendwann dein Leben, weil du verhungerst. Wenn du kein Leben mehr hast, bist du so oder so tot. Und wenn dein Verstand langsam verrückt wird, dann geht es ab 50% los, dass du dir... dass du Monster siehst und dass du dann wirklich verrückt wirst, dann findest du irgendwelche Schattenkreaturen und ab einem gewissen Grad fangen die Monster dann auch an real zu werden und dich anzugreifen. Und das ist dann der Grab, wo es eigentlich schon zu spät ist. Dann kommst du da nämlich eigentlich nicht wieder raus. Ja, noch wichtig ist auf jeden Fall, oh Alter. Was haben wir Long Day eingestellt? Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann ist auf jeden Fall gut zum Let's Playen. Ihr seht schon, das Gelbe ist der Tag, Rot ist die Dämmerung. Das heißt, da kann man noch arbeiten. Es ist aber kritisch eigentlich. Und Schwarz, Blau, wenn man da arbeitet, dann ja, der kannst du nicht arbeiten. Da ist alles schwarz, der ganze Bildschirm, und dann stirbst du einfach. Weil dich dann irgendwelche Kreaturen angreifen, die du nicht siehst und bla bla bla. Wir haben uns gerade eine Axt gecraftet und ich kann das gar nicht alles am Anfang erklären, weil ich weiß ja jetzt schon ein bisschen, was ihr vielleicht nicht wisst. Oder was zumindest die, die es nicht wissen, was sie wissen müssen. Und darum lasse ich das erklären jetzt einfach mal und sage das, was ich mache. So, jetzt tun wir gerade ein bisschen Bäume pflanzen, jetzt tun wir ein Setzling mitnehmen, so. So. Und dann nehmen wir mal Blumen mit, zwei Blumen. Blumen fördern die, die geistige Gesundheit. Also Blumen pflücken ist hier so das Wundermittel. Der Wilson tut immer auf hart, aber wirklich ist er ganz softer. Ein kleiner Softie. So.
Es ist natürlich cool, dass wir jetzt die Bisons gefunden haben. Problem an der Sache ist natürlich, dass wir momentan etwas anderes brauchen. Wir könnten uns jetzt hier natürlich eine Spitzhacke noch bauen, um schon anfangen, Steine zu ernten. Wir können uns jetzt hier verschiedene Lichtquellen machen, um nachts zu überleben. Wir können uns auch schnell eine Falle bauen, mit der man allerdings keine Vögel fangen kann, sondern nur Hasen, so ein Spaß, weil Vögel... Ich kann das mal demonstrieren, Moment. Wir bauen jetzt mal eine Falle. So. Nein, Bait. So, der Hase hat jetzt die Falle gebrochen, so. Wir gehen mal schön weg, damit der Hase in Ruhe hingehen kann. Wir fahren unter ein bisschen Sommer. Was hat. Und das da auch noch. Und es ist der Hase die Möhre gefressen und hat sich im Käfig verhangen. Der Käfig tut ein bisschen Haltbarkeit voll und wir haben einen Rabbit. Den können wir jetzt entweder wieder freilassen, wir können ihn umbringen, wir können ihn trocknen, wir können sein Fell irgendwie. Da gibt es verschiedene Optionen, was wir mit dem Hase jetzt machen können. Ich lasse ihn erstmal noch lebend in meiner Hosentasche. Oh, jetzt habe ich die Schmetterlinge getötet. Hatte ich nicht vor, aber stirbt mich jetzt auch nicht. Die ganze Möhren nehme ich mal mit. Die sind nämlich sehr hilfreich, die geben ziemlich viel Leben. Muss halt gucken, manche versuchen sich ja halt anfangen zu merken, dann was Leben bringt, was das bringt, was dies bringt und... Ja. Ich schaff mal durch das Wurmloch hier durch und mal gucken, vielleicht kommen wir zufällig bei einer Steinwüste raus. Bin mir da jetzt gar nicht so sicher, sieht aber eher nicht so aus. Hier unten haben wir auch eine Minimap, da können wir jetzt gucken, okay, wir sind hier oben gelandet. Und dann laufen wir mal hier rum. Da waren wieder Spinnen. Da sind Spinnen und Schweine. Wenn ich Glück habe, kriege ich eine getötet, kriege ich hier ein bisschen Fleisch ab. Dann will ich ja flichern. Jahu. Wir kriegen hier diese Spinnenleben ab und die brauchen wir auf jeden Fall. Da haben wir Glück gehabt, dass die sich gerade gegenseitig ein bisschen... Alter, ich habe vergessen, dass es kurze Nächte sind. Ich muss hier jetzt campen. Total vermehrt, dass es das kurze Nächte hier sind. Und dass ich, wenn ich hier nicht schnell reagiere, sofort tot bin. Okay, da müssen wir echt drauf aufpassen. Also ich glaube, das ist kurze Nächte, weil so kurze Nächte hatte ich noch nie. Und hier können wir jetzt zum Beispiel, Moment, wir haben eine Spitzhacke. Also ich, meine Schaufel ist eh kaputt gegangen. Ein bisschen meinen. Guck mal hier, das kann ich zum Beispiel, das kann ich zum Beispiel den hier geben. Fleisch. Oder auch den da. Weil ich die jetzt gefüttert habe, bleiben die so lange in meiner Nähe, bis die sterben. Also die Kinder sind jetzt sozusagen meine Haustiere. Der ist mein Schmetterling. So. I love friend. Yay, da kommt mal mit, Freunde. Und jetzt greifen wir mal diese Spinne hier an. Autsch. Da geht's hier los. Hier. Okay. Super. Und jetzt holen wir uns nämlich noch die Spinnweben hier. Und dann haben wir erstmal ein paar. Nehmen wir den noch mit. Und das war's dann hier auch anscheinend schon. Mehr gibt's hier nicht zu holen. So rum war's. Okay. Yay, I follow. Ich finde die cute, die Viecher. So, dann gehen wir mal hier hoch.
Viel gibt es hier nicht zu tun. Ist auch wichtiger, dass wir die Umgebung erkunden, als sonst irgendwas zu tun. Deswegen jump ich jetzt hier einfach mal wieder in das Wurmloch rein. Ach so, bin ich gar nicht. Na, dann gucken wir noch ganz schön. Auf Wegen kann man übrigens schneller laufen. Deswegen erkunde ich den Weg noch mal ganz kurz. Und vielleicht findet man ja doch noch ein anderes Biom schnell. Aber ich glaube es eher nicht. Das sieht so aus, als wenn es ein bisschen größer ist. Da hätten sie auch richtig viele Spinnen. Steine nehme ich mal mit. Wir brauchen jetzt halt Gold. Es gibt verschiedene Arten von Felsen. Ihr habt jetzt vorhin die großen Felsen gesehen. Es gibt aber auch noch... Oh, ist das nie, was ist denn hier los? Ja, lol. Die nehme ich doch mal mit. Wir können mal wegschmeißen dafür. Nicht wegschmeißen, aber wir können es essen. Was ist das? Pick up Crank Fink. Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht besser aus als alles, was wir momentan haben. Dafür schmeiß ich mal weg die beiden. Achso, ohne das kann ich natürlich hahaha. So, dann esse ich den da. Dann habe ich das alles behalten. Super, okay. Haben wir einen Crank Fink behalten, was auch immer es sein soll, es wird mir sicher helfen, durchs Leben zu kommen und so ein Spaß. Der Wilson, der schafft das schon, der ist da. Ich setze da volle Hoffnung auf ihn, der kleine, weiß nicht. Wo geht's denn hier unten lang? Ich sehe hier echt nur Wald. Das war's dann auch. Hier habe ich wieder ein bisschen zum Leben. Das war's dann auch schon. Und wenn wir einmal hier sind. Okay, die greifen alle hier. Finde ich super. Okay, Moment. Immer drauf da. Ich kann mir später alles gebrauchen. Leute, einer den Baum jetzt für mich ab. Wo ist einer deiner Bäume? Die hatten Bäume für mich, aber ich glaub's nicht. Ist das geil. Jetzt war ohne Spaß. Das ist richtig geil. Die hatten sogar echt Bäume für mich ab. I eat food, I'm hungry. Okay, der will das nicht. Ja, komm, Freunde. Brauchen wir immer noch. Das ist so geil. Wir haben drei Typen, die uns folgen und mit uns Bäume kaputt machen. Gefällt mir gerade sehr gut. Gefällt mir gerade richtig gut, ohne Mist. Ich kann, glaube ich, mehr als 20 Samen haben gleichzeitig, oder? Genau. Krass wäre es natürlich, wenn sie gar nicht mehr aufhören würden und du dann so irgendwie so eine, so
so ein Waldrodung hervorgerufen hättest. Okay, da geht's schon los. Ich werfe das Häschen weg. Und mach mir einen. Aha, ich habe keinen. Oh mein Gott, ich habe kein Feuer. Ich habe nicht genug Zeug für ein Feuer. Das kann nicht sein. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wo ist denn das Wurmloch? Da drüben. Ich glaube, ich renne jetzt nicht irgendwie direkt in was rein, wo ich nicht rein soll. Das ist zum Beispiel.